Aber eine Lego-Stadtteil sollte jetzt 38 sein, wenn ich mich nicht täusche. So, das ist ein anderes Video. Wir haben die Platten gekriegt. Ich habe mich komplett getäuscht. Ich habe ja gesagt, irgendwo kriegen wir 10 Platten. Nein. Ich hatte 10x10, standet da. Und ich dachte erst so eine 10er-Platte. Aber ich hatte mich erst gemacht, hä? Das sind doch nur 6. Und 6 ist nicht schlimm, weil wir ja sowieso da hinten ja sowieso keine bauen. Nur hier vorne mal. Und, und ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und, ja. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, wir fangen da hinten an. Ja, dann ist das ganz gut, wenn ich jetzt hier hinten das frei habe, weil dann kann ich hier noch so die Kisten hin tun, dann ist das gar nicht so schlecht. Ich habe natürlich so gut wie gar nichts vorbereitet. Ich habe jetzt einfach drauf losgefüllt. Sehr schlau da von mir. Ich würde jetzt einfach sagen, dass ich jetzt mal einfach anfange. So. Achso, das sind so welche Platten. Also die sind nicht von Lego, klar. Genau. Jetzt auch nochmal. Ist auch eine andere Marke. Aber die sind eigentlich ganz, wie sie aussehen, ganz gut. Genau, und jetzt fangen wir auch los. Ja. Leider gibt es Probleme. Gibt es leider. Eigentlich bin ich irgendwie enttäuscht oder ich spinne oder ich kann es nicht. Jetzt habe ich schon wieder die Wasserflasche in der Hand. Es ist. Mensch, ey, habe ich heute eine Ruckelkammer. Das Problem ist, die ganzen Platten passen nicht zusammen. Und die sind wirklich. Ich habe keine Ahnung warum. Eigentlich dachte ich, sowas ist wirklich genau geschnitten worden und alles passt zusammen, aber es passt nämlich so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, wenn liegt das an der Straße oder es liegt an den scheiß Platten. Das heißt, ich werde jetzt, einfach jetzt, wenn ich hier laber, das jetzt nur das Wasser und den Sand zusammenbauen. Ja. Dass wir wirklich wissen, dass das jetzt wirklich Spinnerei ist oder dass die Platten wirklich blöd zusammengespaut worden sind. Das sind jetzt 2. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Nochmal mit 4. Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt irgendwie an der Straße. Die haben da irgendwas bei Lego missgebaut. Die haben die so gemacht, dass Lego irgendwie nicht komplettabel ist. Da haben wir es, glaube ich. Da sieht den kleinen Streifen hier. Das macht so, glaube ich, das Problem schon. Wir gucken mal weiter drüben. Irgendwo ist das Problem. Ich weiß noch nicht wo. Aber das kriegen wir jetzt raus. So. Das ist jetzt eigentlich so weit verbunden. Jetzt versuchen wir das da drüben, ja? Dafür brauche ich eine Platte. Och Mensch, ich habe mich so auf meinen Strand gefreut. Ja, das ist diese blaue Platte hier. Unten kann man die festmachen. Wir gucken mal, dass oben auch geht. Ja, oben geht auch. Und jetzt kommt die Mitte. Ja, doch, in der Mitte geht es auch. Mit ein bisschen Gewalt. Aber wenn ich das jetzt hier anschließen will, sage ich euch, gibt es wieder Probleme.
So. Und so. Okay, jetzt geht's wohl anscheinend. Ich mach den jetzt weg und verbinde mit dem. Also man merkt schon wirklich, dass das nicht Lego ist. Weil wirklich die nicht wirklich komplett zusammengehen, so wie sie sollten. Aber es geht. Vielleicht habe ich einfach irgendwie was falsch gemacht, aber egal. Also, ich nehme mal alles zurück, es passt. Man muss hier, wenn ihr die auch nicht von Lego bestellt, wirklich von anderer Marke, da haben wir es jetzt. Die geht wieder hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das ist einfach zu angespannt, habe ich das Gefühl. Tja, jetzt ist es wieder weg, wenn ich da hinten diesen Stein hier wegmache. Boah, müssen wir. Ja, die ist total angespannt, Platte. Es gibt ein paar Probleme, aber ich will hoffen, wenn ich dann noch mit ein bisschen mit Sand arbeite, dass es dann weggeht. Das wäre echt jetzt. Aber man hier sieht, das hier auch, dass hier schräg geworden ist. Also generell haben wir hier schräge Platten. Nur, ja, man sieht, die beigen sind größer als die blauen. Das ist blöd. Ich habe auch wirklich so keine mehr zum Austauschen, weil die blauen von Lego sind bestimmt deutlich größer als die von China. Also von Amazon. Und ich dachte, wir haben jetzt hier einen super tollen Strand. Und was haben wir? Mist. Also es geht. Nur hat sich China gedacht, gut, ist mir egal, juckt mich nicht. Wir machen einfach China. Also ich kriege die auch nicht wirklich komplett da drauf. Also wirklich so, dass es gerade ist. Können wir jetzt nochmal versuchen. Ich habe es jetzt etwas. Ich glaube, ich muss hier kleben. Habe ich so lange das Gefühl. Aber nicht, ich muss weiter mit der Platte rüber. Weil. Achso, der ist ja hier noch fest. Weil ich glaube, dass irgendwo Anspannung ist. Nur, ich habe keine Ahnung wo. Es ist. So, jetzt machen wir das da drüben. Da probiere ich. Du kriegst auch die Sandplatten von Leo, aber du zeigst sie tot und dämlich. Daran sieht man jetzt schon, wie hier das Blaue. Da kommt wieder der Balken. Da ist wieder dieser blöde Balken. Und da so, oh. Und dadurch. Ah, was habe ich da schon gesehen? Hä, ist doch alles richtig jetzt. Ja, und ihr seht jetzt schon, ja, habe ich wieder Probleme. Um es genauer zu sagen, haben wir jetzt hier. Hier ist das Problem. Die Platten sind krumm und schräg geschnitten. Oh, muss ich das sagen. Also die sind wirklich blöd geschnitten worden. Ich kriege das auch wirklich ganz schwierig zusammen. Immer über Hochsicht. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Da vertraust du mal die guten Leute von China und dann kommt so ein Scheiß raus. Weil ich dachte, es läuft jetzt, aber. Aber anscheinend wohl nicht. Da müssen wir jetzt Gewalt einsetzen. Ich will hoffen, wenn ich später mal. Irgendwas noch drauf baue, dass das sich dann legt. Na, jetzt geht's, aber passt auf, wenn ich jetzt da hinten wieder baue, die Fliesen, dann gibt es wieder Probleme, dann gehen die Platten wieder hoch. Weil dann ist der Druck für den Kollegen hier zu hoch. Ja, das meine ich. Jetzt geht der Druck wieder nach oben und die Platten fangen an sich zu biegen.
Und wenn ich das jetzt hier mache, ja. Und dann nochmal hier drücke, haben wir einfach eine Verziehung. Es ist doch eine Kacke. Es ist doch eine Kacke. Eine Platte ist um 1 Millimeter zu breit. Ja, ihr seht, die Platten gehen hoch. Ja, gut. Ich lasse das jetzt so. Ich habe jetzt so viel Geld in der Scheiße immer. Och, guck, ich habe schon wieder dreckig gemacht, ey. Ich habe da schon wieder so viel Geld investiert. Einfach fast 40 Euro für Platten. Nur um einen vernünftigen Strand herzustellen. Ja, der Druck ist einfach zu hoch. Wir explodieren gleich hier. Da muss ich gucken, dass ich das mal mit, dass ich mit blaue Platten und wenn ich noch beige Platten habe, dass ich da irgendwie draufklebe. Oder hier mit den Dingern hier. Aber das wird ja auch nicht besser. Das wird ja wirklich noch angespannter, als es schon ist. Das ist einfach so das fucking Problem, was ich habe. Ja, hier, der ist schon komplett raus. Ich weiß nicht, schreibt mal in den Kommentar, was ihr machen würdet. Mauer eine Lego-Stadt 38 ist hiermit zu Ende. Ciao.